Los. Da raus. Und wir würden gerne ziemlich lange tappern. Und zwar da hinten hin. Ein Tag, 19 Stunden. Oh, und ich darf nicht vergessen, in die Schatzkammer zu gucken. Da müssten sich inzwischen ja doch einiges an Kräutern und anderem Krimskrams angesammelt haben. Campingbedarf haben wir, glaube ich, noch. Schlafen sollten wir auch vorher. Und dann direkt in die unterste Etage. Ich weiß gar nicht, welche Etage es inzwischen war. Aber hier. Bei der Hand konnten wir hier runter. Da, glaube ich. Genau, hier ist die Hand. Das ist der Daumen. Da konnten wir rein. Schlafen? Ja. Das ist echt albern. Wir haben jetzt so viele Sachen hier aufgebaut schon. Und trotzdem ist das Übernachten nicht so gut wie in irgendeinem Gasthaus. Weil hier kriegen wir teilweise 3 Macht und 2 Überleben und was weiß ich. Und hier Pipifax. Na gut, machen wir das da. So. Da lang. Wobei hier halt der Vorteil besteht, wir können uns direkt gezielt aussuchen, was wir gerne steigern würden. Um einen Punkt. So, Schatzkammer war hier. Da. Ja. Kräuter. Lindwurmflügel. Stelgärzähne. Izuki. Hätten wir auch direkt vom Schloss aus runtergekommen? Ja, aber nur dann in die erste Etage. Nee, das würde ich ungern. Wollen wir auch ganz oben anfangen. Wir würden gerne runter. Und zwar fünfte Etage. Das ist unten beim Loch, ne? Genau, hier oben bei den Kobolden konnte man theoretisch runter. Ah, wir sind schon anderweitig nach hier gekommen. Okay, da lang. Oh, warte. Da. Achte Etage. Ah, die Hand. Genau. Wir hatten uns bis da runter gekämpft. Und ich hatte gemutmaßt, dass hier auf der Hand, der übrigens ein Finger fehlt, dass auf der Hand irgendwas Wichtiges passiert. Weil es halt so ein prekärer Punkt ist. Aber wir hatten schon außerhalb der Hand oder drumherum Kämpfe gehabt, die so schwer waren, dass ich dann gar nicht erst versuchen wollte, dahin zu gucken. Das sollte sich inzwischen einigermaßen gelegt haben, denke ich. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass genau wie beim letzten Mal, wo wir länger gewartet haben, bis wir wieder hier gegangen sind, dass wir jetzt einen guten Sprung machen werden. Also wir dürften recht gut hier durchrasen können, durch die nächsten 1-2 Etagen, und dann wird es wieder schwierig. Aber mal gucken. Also, Hand. Ich glaube, drumherum hatten wir schon das meiste aufgeräumt, ja. Jetzt gehen wir da auf die Handfläche. Das ist ein Thron. Mit einem Vampir. Im Mittelpunkt dieses enormen Bauwerks aus Adra scheint unter dem langen Schatten der eingerollten Finger des Riesen ein Mann zu sitzen. Im Gegensatz zu den sklavischen, animalischen Kreaturen, die du bisher auf dieser Ebene getroffen hast, ist dieser Mann vergnüglich gestimmt und faulenzt auf einem schiefen Steinthron. Trotzdem hat sein Starren etwas Durchdringendes, Fieberhaftes an sich. Während du dich näherst, beobachtet er dich aufmerksam. Was bist du dann? Einer der Iren? Merkwürdig, dass du die Planungsebenen überlebt hast. Du bemerkst, dass er fließendes Engvitane spricht, obwohl seine Stimme äußerst angespannt klingt. Es muss schwer für dich gewesen sein, diese Bettler, diese Feiglinge. Trotzdem, du kannst nicht weitergehen, nein. Du kannst direkt zu ihnen zurückgehen, zu deinen Meistern. Sollen sie sich doch stattdessen an dir laben. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Ich möchte dir nichts anhaben. Ich glaube, du bist schon zu lange hier unten gewesen. Ja. Der Mann wirkt erschrocken.
und lacht kurz. Du verstehst mich. Hier unten sprechen jetzt selbst die Ausländer unsere Sprache. Wir sind wahrlich ein unsterbliches Volk. Er lacht abermals. Aber dadurch wird es nur noch klarer, musst du wissen. Du musst zu ihnen gehören. Warum haben sie dich so ganz verlassen? Was? Warum haben sie dich so ganz gelassen? Du bist bemerkenswert gut erhalten. Er kneift seine Augen zusammen. Versuch du nur vorbeizukommen, dann wirst du schreiend zurück in die Leere gehen, du Kasper. Klingt fast wie eine Drohung, ne? Wenn ich mir nicht ziemlich sicher wäre, dass ich dich mit einem Schlag töten könnte. Du bist ein Invitaner. Wie kann das sein, dass du noch am Leben bist? Das ist keine besonders schöne Frage, Marissa. Das solltest du inzwischen erkannt haben, warum man das kann. Ich muss die unteren Ebenen erreichen. Da wird er uns nicht wirklich bei helfen wollen, nehme ich an. Falls du über die Kreaturen in diesen uralten Räumen sprichst, die habe ich bereits erledigt. Du hast ein bisschen Einschüchterung, kann nicht schaden. Ha, gut. Sehr gut. Er berührt seinen Mund mit einer Hand, zieht die Augenbrauen zusammen und lacht. Ja, jetzt gehört alles mir. Endlich hat ihr Geschrei ein Ende. Kein Grund mehr irgendwelche sinnloser Machtdemonstrationen. Also dann, geh deines Weges. Rumple ruhig in die Tiefe, wenn du willst. Das heißt, falls die Kiefer nicht kurz einen Prozess mit dir machen. Wie jetzt? Du hast nur darauf gewartet, dass hier irgendwer ankommt und alle tötet, außer dich und deine Jungs hier, damit du in Ruhe diese Ebene herrschen kannst, oder wie? Käfer? Gefräßige kleine Teufel. Sie sind an diesem ganzen Schlamassel schuld. Einer allein kann man mit Leichtigkeit töten. Aber es gibt einen riesigen Schwarm von ihnen, der sich durch die Adra frisst. Mein Adra. Jetzt gibt es nur noch den Arm. Wir haben auch die andere Hand oben und den Kopf und so. Den Torso hatten wir, glaube ich, auch gesehen. Wie auch immer. Sie werden dich genauso mühelos in Stücke reißen, wie sie es mit den Kristallen machen. Noch müheloser. Ich hätte noch ein, zwei Fragen. Ich suche nach dem Meister in der Tiefe. Weißt du, wer das ist? Niemand von uns bekleidet solch hohe Titel. Der einzige Meister darin war Ordnua, unser König. Unser armer, vor Trauer wahnsinnig gewordener König. Er lacht. Ziemlich häufig. Ob er sich selbst wohl so nennen würde, frage ich mich. Ordnua ist tot. Ohne ihn getötet zu haben, hätte sich die Meute nicht zurückgezogen. Er denkt einen Augenblick lang nach. Andererseits, wenn wir uns trotz unserer Tode erhalten konnten, dann war ihm das vielleicht auch möglich. Ich bin mir sicher, dass er die Möglichkeit dessen einst auch in Betracht gezogen hat, als alle über uns zusammengebrochen war. Wenn es einem Mann gelungen ist, seine Existenz zu verlängern, dann wäre er es gewesen. Ich stelle mir nur diese Frage, wer diese Adra-Käfer von... Was? Von aus den unteren Bereichen nach oben getrieben hat. Ich glaube, das muss weg. Seine Faust ballt sich vor Wut. Wer stahl unsere Adra-Quelle? Beklagt dieser wimmernde Narr seinen Sohn schon, dass er Anstoß daran nimmt, dass wir ihn uns an seiner Statue nähren? Achso, ist eine Statue von dem Sohn von dem Ordnua? Die Möglichkeit besteht. Er blickt dich mit plötzlicher Gelassenheit an. Nach all dieser Zeit würde es mich nicht überraschen. Was kannst du noch über Ordnua sagen? Er scheint ja doch eine wichtige Persönlichkeit zu sein. Unser Großfürst. Ein weiser Mann in seinen Tagen, bis er seinen Sohn verlor. Ein Unfall. Eine kleine, unglückselige Wendung des Schicksals. Du bist nur ein kleines Stück an den versiegelten Kammern vorbeigekommen. Mittlerweile musst du eigentlich wissen, dass es Ordnua nicht gut aufgenommen hat. Er kichert. Dieses Monument seiner Trauer hat ihn überdauert. Sein Wahnsinn bot aber eine Möglichkeit, das Versprechen der Unsterblichkeit für uns alle. Was für eine Rolle spielte es schon, wenn sie auf Geheiß eines trauernden Vaters gefunden wurde?
Er hat eine ganze Schar ergebener Diener. Wir mussten die fragliche Seele finden und sie von da zurückholen, wo auch immer sie hingegangen war, um sie in einem geeigneten Gefäß unterzubringen. Er zeigt auf die Statue. Und solche Entdeckungen sind nicht kostenlos. Das ist etwas, was der Pöbel nicht verstand. Moment mal. Also, Otnur, alleiniger Großherrscher, Oberpriester und alles des Ingvitanischen Reiches, hat einen Sohn. Der Sohn stirbt und er lässt diese Statue hier anfertigen. Dann macht er sich auf die Suche nach der Seele seines Sohnes, um dann die Seele seines Sohnes in diese riesige, riesige Statue zu transferieren. Da kommen einfach alle Seelen, die er finden konnte, in die Statue und irgendwann wird schon die seines Sohnes mit da drin sein und dann holt er die da irgendwie raus. Sehr komisch, okay. Also, ich habe da noch einiges nicht verstanden. Aber vielleicht kriege ich noch ein paar Informationsfetzen. Oder erinnere mich an andere Sachen, die wir schon mal hier in Erfahrung gebracht haben, aber das ist halt schon zu lange her. Was war das hier für ein Ort? Oh, viele Dinge. Eins war dies unsere Heimat und noch früher ein Ort großer Taten. Er kichert. In den garstigen Kammern da drin wurden einst unglaubliche Entdeckungen gemacht. Uns hat man den Großteil dieser Ebenen überlassen. Natürlich gab es ununterbrochen Bauarbeiten. Er deutet auf den Adra-Arm. Denn natürlich diente all unsere Arbeit Otnur zum Zweck. Er lacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Dutzend Bildhauer, die vorsichtig einen Fingernagel gestalten. Seelen wurden auf den Ebenen über und unter uns aus ihren Höhlen gerissen, während Idros einen großen Rummel um eine Nagelhaut veranstaltete. Ja. Also es scheinen wirklich die Seelen hier rein transferiert worden zu sein. Naja, entweder hier rein oder in diese Metallhüllen, die wir ja auch schon mehrfach gesehen haben. Na gut, wir reden jetzt schon so lange mit dir. Und du bist auch immer schön am Lachen und uns Informationen geben. Wer genau bist du überhaupt? Wolltest du einen Namen wissen? Die habe ich schon vor langer Zeit vergessen. Wer wird mich denn hier unten überhaupt rufen? Es gibt nur mich. Und jetzt noch dich. Nur darauf kommt es an. Auf uns? Ich war mit dem Versuchen betraut, die wir hier unten durchführten. Der Führende, er tippt sich an die Schläfe, verstand jener Zeit. Bis auf Otnur selbst konnte es niemand mit meiner Arkanenkraft aufnehmen. Er hält inne. Und vielleicht ein paar seiner Berater. Jetzt würde Marissa doch ganz gerne ihn mal angreifen. Also wir haben uns einigermaßen zivilisiert mit ihm unterhalten. Wir haben das getan, was er wollte, ohne es zu wissen. Nämlich alle anderen Untoten hier auf der Ebene zu töten. Damit er keine Machtdemonstration mehr machen musste. Aber wenn er fast so stark ist wie diese Otnur und der Otnur eventuell der Herrscher der Tiefe ist, dann wäre es doch ganz interessant zu gucken, wie stark dieser Otnur sein könnte, wenn er nur einen Ticken stärker ist als er hier. Welche Art von Experimenten habt ihr hierher geführt, hier durchgeführt? Nun, wir waren mit den Belangen der Seele beschäftigt. Wir alle, weil das auch auf Otnur zutraf. Hier aber schufteten wir dafür, die Trennungslinie zwischen Leben und Tod zu finden und sie weit aufzureißen. Wir versuchten, eine Methode zu finden, Seelen an ihr sterbliches Gefäß zu binden, um sie an der Überquerung des Schleiers zu hindern. Ich sage bewusst versuchten. Wir fanden sie natürlich.